Christoph. Oh, Mensch. Weißt du, als du das gerade erzählt hast mit diesem Sitzsack da unten, dem Jugendlichen, den du im Keller habt, da sagte eine Frau hier auch, wie süß. Ist das nicht schön? Ich kann dir leider keinen Sitzsack bieten, dafür fünf Fragen, ja, mein Freund. Ja, gut, okay. Warte mal, ich trinke erstmal einen Schluck hier. Ja, bleib geschmeidig, geht los. Warst du als Jugendlicher anders als die Jugendlichen heute? Ja, klar. Wir waren beweglicher. Ja, wir waren intelligenter letzten Endes auch. Wir hatten auch, soweit ich mich erinnern kann, keine Pickel oder sowas. Ja, wir hatten Clerasil. Ja, und also insgesamt waren wir auch, glaube ich, jünger. Was ist das Schöne am Kinderhaben? Das Schöne am Kinder, also wenn man Kinder hat, das ist ein Traum von mir, dass was zurückkommt. Ja, wenn ich den Kindern sage, bitte wasch das Auto für 50 Euro, das ist, und sie machen es dann, das ist ein sehr schöner Moment. Muss man den Griechen jetzt helfen? Ja, die Griechen sind letztendlich ein sehr freundliches Volk und wir können etwas tun. Wir Deutschen, wir haben ja eine große Leidenschaft. Wir exportieren uns selbst. Ja, wir sind Weltmeister im Personenexport. Und wir können sehr viel tun. Die Griechen haben ein sehr langes Jahr. 16 Monate, glaube ich, kriegen sie bezahlt zumindest. Und da können wir ihnen im Sommer wenigstens für ein paar Wochen Beistand leisten. Ja, du meinst Urlaub in Krisenregionen? Richtig. Ja. 14 Tage Somalia, da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. letzte Frage, dein Rat an die Jugend, wie kann man auch in Krisenzeiten erfolgreich sein? In Krisenzeiten, also auf jeden Fall in der Eurozone bleiben. Ja? Nicht rausgehen und ganz konkret raus aus dem Sitzsack und rein in die Spülmaschine mit den dreckigen Sachen. Der Stolz von Mainz, Lars Reichow. Danke dir.